Leute, herzlich willkommen zu Mario Kart auf dem Sonntag. Wir sind 7 Wochen in Folge. Wo sind die Hater in den Kommentaren jetzt? Ich will erstmal starten mit dem Top-Kommentar oder mit einem Kommentar. Sascha kämpft mehr mit sich selbst als mit den anderen Boys. Und das ist das Motto für heute. Mit dabei heute die erste Folge bei Marcel. Marcel, moin. Moin, moin. Die zweite Folge bei Danny. Moin. Nein, wunderschön, meine Freunde. Hallöchen. Die dritte Folge bei Carsten. Moin. Moin. Und heute als Special Guest mit dabei. Schaut auf jeden Fall vorbei, weil da ist fürchterliches Fahren angesagt. Noch einer, der mehr mit sich selbst kämpft als mit den Items. Und zwar Zabex. Grüß Gott. Moin. Wir haben die Feuerpflanze raus, wir haben den Boomerang raus und die fleischfressende Pflanze. Wir fahren gespiegelt 150 CCM. Die Bots sind, glaube ich, auf normal. Wir gehen rein und ich freue mich schon mal, dass bei euch so gutes ankam, dass man die Perspektiven der anderen sieht. Das ist sehr geil. So wird es auch weiterhin laufen. Wir gehen rein. Erstes Rennen, erstes Glück. Viel Glück an die Jungs. Ich würde euch empfehlen, aber ihr habt es eh schon gesehen, die Folgen, die ersten drei Folgen anzuschauen, was da passiert ist. Das ist jenseits von Gut und Böse. Hier wurde viel beleidigt und wir gehen rein. Zabex auf den zweiten. Oh, perfekt. Eine Münze auf den dritten. Ah, okay. Alles gut. Ich räume von hinten. Das ist so ungewohnt an jetzt eine Banane als erster. Es ja. Fühlt sich so gut an, aber auch, sag ich dir ehrlich, nochmal Items. Ja, dann reden Sascha, wir, ja. Übrigens einmal ein fettes Lob für dieses schöne Intro, mein Freund. Das nein, ja, besser. Hast du halt aufgesprochen. Nein, so. Ja, besser. Ehrlich, sauber runtermoderiert. Danke. Professionell, mein Lieber. Zabex, ich hätte erstmal von dir gerne Top 3 Pokémon. Und wenn da nicht Sepa auftaucht, dann weiß ich auch nicht. Warum ist Sepa? Es gab ein Stofftier, ein Sepa-Stofftier. Ach so, ich weiß, ich kenne die Story. Ja. Ich kenne sie nicht. Okay, pass auf, ich hatte. Du kennst Sepa, aber das Pokémon, dieses Seepferd. Na, sicher kann ich das. So, und es ist ja normal, man ist jung, man probiert sich aus. Nein, ja, ist ja nein, völlig, das ist völlig normal. Und dieses Stofftier, das habe ich aber nicht, mit Gewalteinwirkung da reingemacht, sondern es war einfach ein Loch drin. Aber nicht im Rüssel, sondern im Schwanz. Und irgendwann habe ich mir halt gegriffen und da bin drin gekommen und dann habe ich es auf mein Kinderbett gestellt noch so ein Jahr. Und irgendwann bin ich dann ausgezogen, ein anderes Zimmer bin ich gezogen und dann hatte ich Angst, dass meine Mutter das findet und habe es weggepackt. Aber wie alt warst du? Konntest du schon ab? Was? Absaften? Ja, hast du schon abgesagt? Wie Sau, wie Sau. Da kam Grütze raus, das glaubst du nicht. Wie alt warst du? Solide 14. Mit 14 hat dann Sepa gefragt. So widerwärtig. Nein, du hast falsch verstanden. Ich hab's nicht gefragt. Ich hab damit Liebe gemacht. Oh. Hast du nichts verhütet? Oder? Nein. So, hab ich ohne Gummi sogar direkt. Ich muss da aber auch mal die Griffe leben. Ich hab mir damals auch so ein Video angeschaut, so ein Tutorial. Und hab mir aus dem Schwamm eine Tasche gebaut, Schere. Ja, die Pringles-Dose, zwei Top-Schwämme, Einweg-Handschuh-Gummiband. So. Krass, Digga. Ich kann das Crafting-Rezept so, ich träume davon mittlerweile. Digga, die reden hier darüber, so als wenn wir bei Minecraft. So krass, es ist so krass. Aber habt ihr auch mal irgendwas Weirdes gefunden? Also deine Mutter. Geil, Junge. Ist das gestört? Ja gut, Carsten hat gewonnen. Das ist nicht. Ja, aber du hast doch bestimmt auch mal irgendwie ein Kuscheltier gepickt oder irgendein. Nee, Digga. Nee, ich hab mal als kleiner, kleinen Butschi mein Lego-Schwert in die Pizze geschoben, Digga. Okay. Ah! Aber das ist krank. Also aber da war ich. Aber stehst du auf so ein Schweinkram, so mit in Schloch irgendwas reinstecken und so? Nee. Aber ist das. Da zuck ich komplett zusammen. Ist das denn irgendwie geil? Also kann das überhaupt geil sein? Das ist Schmerz. Das ist einfach Schmerz, Digga. Zweites Rennen, zweites Glück. Die Frage ist ein bisschen eskaliert. Wir sind immer noch bei den Top 3 Pokémons. Habe ich sowas gerne anfangen? Ja, Sepa natürlich Platz 1. Ich glaube, Panferno ist Platz 2. Den habe ich immer genommen bei Pokémon Pearl. Finde ich das geilste Pokémon-Spiel, was es gibt. Und Platz 3. Boah, schwierig. Ich glaube, Gengar. Geil. Guter Gengar, Pokémon. Sehr geiler Kauf. Ich sage euch ehrlich. Ich finde Mewtwo krass geil, als ich erstmal Mewtwo gefangen habe. Ich fand's so heftig. Die Bombe! Oh. Boah, die war hast du, okay. Sascha, hast du damals diesen ersten Pokémon-Film mit Mewtwo auf Videokassette geguckt? Das war geil. Ich glaube ja. Ich hab das im Kino geschaut. Im Kino habe ich auch das geil. Damals geschaut. Mit meinem Dad. Cool, ist geil war das. Übel geil. Also generell OG-Pokémon sehr krass. Ja, Mewtwo. Okay, weiter. Dann gehe ich, glaube ich, noch mit Flamara. Und jetzt gehe ich noch, ganz klar, muss ich Shiggy. Übertrieben geiles Pokémon finden. Okay, rede, ja.
Ja. Bei euch? Boah, ich gehe mit Simsala. Ich fand damals Simsala so heftig cool. Mit den verfickten Löffeln da. Ich fand Machomai auch super geil. Ja, weil die immer geschleppt haben. Ja, und Turtok fand ich super cool. Das ist ganz schwer. Das Vieh mit den fetten Pippen. Ja, ich weiß auch, du bist rausgekommen und Machomai hat erstmal den Umzug für deine Magen gemacht. Das sind einfach richtige Ehrenmänner. Oh, das ist im Real einfach so schön. Oder die wurden für Mindestlohn wurden die ausgebeutet. Ja. Passt wie Twitch-Streamer. Rede, Sascha, rede. Ich finde auch, wir sind maximal unterbezahlt. Ist die nicht explodiert bei dir, Danny? Nee. Hä, die war auf dem Steg, Digga. Wie kann die Bombe da nicht explodieren? Die war nicht so nah, aber dann. Das war. Carsten, was sind so deine Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist Tornupto, weil die Generation 2 ist meine Lieblings. Oh, stark! Genau, Tornupto. Das habe ich mir auch zeichnen lassen, so als Bild hatte ich im Hintergrund in meinem Stream ganz lange. Dann Platz 2 ist Despotar, weil in der Generation 2 hast du so ganz extrem stark erst diesen, wie hieß der nochmal? Blablabla-Berg. Dieser Berg, den du dann erreicht hast, wo das Pokémon zu fangen gab. Und das fand ich als kleiner Pisser so was Magisches, dass ich so ein starkes Pokémon so spät erst im Spiel bekomme. Ja. Und da und das war halt auch so ein Top-4-Stomper, ne? Steinhagel und so. Und deshalb absolut Top 2. Und Platz 3 ist Kyogre, das legendäre Pokémon. Ja, Kyogre ist auch so krass. Weil mit dem Regen und Donner hat Donner immer getroffen. Hydro-Pumpe hat alles zerstört. Einfach ein geiles Pokémon. Richtig geile Liste. Das ist eine geile Liste. Danke. Baby Rosalina vor Zabex. Okay. Marcel? Och, Digga. Also, ich finde Taubsi geil. Hä? Einfach nur. Hä? Ja, was ist daran? Digga, ihr fragt mich, warum lacht ihr mich jetzt aus, ihr kleinen Söhne? Was denn? Ich war kurz weg, was hat er gesagt? Taubsi. Ist ja aber Taubsi. Platz 1 oder Platz 3? Nee, hab ich nicht, Digga. Guck mal, ich bin ja im Vergleich ein bisschen älter noch als ihr. Und ich habe nur Pokémon Gelb, Rot und Blau gespielt. Die Spiele danach habe ich nicht gespielt. Deswegen würde ich halt so mit diesen Pokémons gehen, die man damals in dem Spiel halt auch gespielt hat auf dem Gameboy. Dazu zählt halt Taubsi, war Anfangs-Pokémon, war halt immer am Start. Glurak habe ich immer gefallen und sage auch ehrlich, Pikachu fand ich auch immer nice. Aber Pikachu extrem geil. Ich hab diese ganzen Pokémons, die es danach gab, kenne ich gar nicht, Digga. Ich habe Gelb, Rot und Blau gespielt auf Gameboy, das war's. Okay. Was mit Dragoan, was sie bekommen hat? Wie bitte? Das Dragoan, was sie bekommen hat. Drittes Rennen, es ist alles drin. Carsten und ich eng und Zabix hat auch noch einen geilen Gegner mit Baby Rosalina in dem Cup. Sehr geil. Aber die fährt auch gut, die fährt auch nicht. Ja, die fährt nicht zum ersten Mal. Es wird so entspannt mit nur meinen Items, ne? Also mit halbwegs nur meinen Items. Ja, es gab noch, kennt ihr noch Metacross? Oh, ja, ehrlich, das war todesgeil. Mit Sternhieb oder Meteorhieb, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. So eine ich finde aber Roserade ist krass. Roserade ist auch ein krasses Pokémon. Roserade? Ich kenne nur Generation 1 bis 3. Ist das die Mistblume? die Blume, ja, die rote. Ja, das ist die Mistblume. Oh, die Bowlingkugel, Bruder. Piss dich, Monte. Oha, okay, die Bananen. Nicht schlecht. Die Bananen waren crazy. Ich dachte, Zabex hat Hunger. Hab ich schon mal ein paar ausgestreut. Ich esse kein Obst. Nee. Ich so Burger King. Jawohl. Boah, ich hab mir gestern so heute noch einen Long Chicken. Hier so ein Long Chili Cheese, Crispy Chicken und 6 Chili Cheese Nuggets. Oh. Und ich lag im Bett und ich hab fast gekotzt und es hat sich geil angefühlt. Oh, du fettes Fuß. Okay. Es gibt nichts Geileres als fressen. Ja, mittlerweile schäme ich mich nicht mehr. Da hast du auf dem ersten noch nicht einen Blitz gehabt. Lieblingsobst? Kiwi. Auf die 1. Kiwi? Oh, Kiwi ist nicht schlecht, ist sehr underrated, finde ich. Aber das dieses Schälen, so weißt du, also dieses Rauslöffeln immer. Ja, ja. Ich finde es krass, ja. Eine Frage zu Kiwi und du musst sagen, ob du mir dazu stimmst oder nicht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kiwi essen wollen würde, würde ich sie in zwei Hälften schneiden und dann würde ich quasi das Fruchtfleisch daraus löffeln. Das Problem ist, wenn ich versuche, das zu löffeln, dass ich das Fruchtfleisch dann katapultartig durch meine Immobilie befördere. Und das kotzt mich jedes Mal so an, dass ich gar keinen Bock mehr habe in meinem Leben, noch einmal Kiwi zu essen. Ja. Fühlst du das? Das ist für mich der einzige Grund, warum ich mir keine Kiwis kaufe.
Das fühle ich tatsächlich. Das ist ein guter Call. Mit dem Messer aufschneiden, ganz langsam mit dem Löffel rein, mit einem kleinen Teelöffel, ist wichtig. Geht bei mir nicht. Ich bin so motorisch. Warte. Pass auf. Hey. Mann, ich war in meiner Folge schon wieder kriminell! Ich hab kriminell. Mann, was ist das, Bruder? Hey, hört auf zu kommentieren, dass ich scheiße fahre! Oh, wichtig, stark, die Grüne. Oh, das fühlt sich auch wieder gut an, jetzt mal zu treffen. Das ist so schön. Banane auf der 5! Oh, er ist auf der 1 hier, bitte. Carsten. Ey, das war's. Digga, alles vorbei, alles vorbei. Alles vorbei. Treffe ich dich nicht. Ich hatte 2 Rufe. Hallo! Und ich krieg fast noch Carsten, Digga. Scheiße, Mann. Kater von Sascha. Bitte. Hast du dich selber getroffen mit der Grünen? Kater von Sascha, das muss sein. Also, Bruder, bei aller Liebe, was bin ich für eine fette Fresse? Hast du selber? Nein, also das ist, Bruder, das war, also. So, scheiß auf Baby Rosalina. Also um nochmal das Thema anzuschneiden, ob ich schon irgendwas Weirdes gefickt habe, das nicht. Aber ich habe schon ein paar witzige Sachen ausprobiert, wie Ark. 4. Rennen, Wasserpark, let's go. Wir gehen rein an Dominik, der das schneidet. Bitte nicht meine Perspektive, einfach nimm die beste Perspektive. Ich leg meine Cam drüber, ich kann nicht mehr. Ich hätte so gerne, dass dein Cutter einfach unzensiert das alles an Cut hochlädt, Digga, die Gespräche. Ja, das wäre crazy. Das wäre so bodenlos und das Video wäre so gelb. Bruder, ich sag so schlimme Sachen teilweise in meinen Videos, die sind nie gelb. Was? Ja. Bei dir ist krass. YouTube ist da manchmal. Okay, vielleicht habe ich es gejinxed jetzt. Oh, es tut mir leid, Sascha, es tut mir leid. Daddy! Du bist immer so süß zu mir und ich bin immer so gnadenlos. Ich bin so ein Bastard. Okay, ich habe jetzt eine Frage, ich werde sie richtig familienfreundlich formulieren. Weil da die letzte Diskussion, die hat mich ein bisschen schockiert. Ich bin gespannt auf euer Standing dazu. Habt ihr schon mal euer eigenes Sperma probiert? No. Nicht so löffelweise, sondern einfach mal so wie ein Süppchen abgeschmeckt. Wer nein sagt, lügt. Ja, oder? 100%. Wie denn? Wie denn? Ja, in die Hand legt er immer mit Sascha, der Zungenspitze. So. Einmal also, einfach probieren. Du sollst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Bruder, du sollst jetzt nicht unter den Joghurt rühren oder so. Einfach mal probieren. Digga, der Tipp. Also ja, ich glaube auch, fast alle, die da nein sagen, lügen. Mal kurz, ne? Probiert so mäßig. Genau. Kleine Dipper nehmen. Eine Fingerspitze, wie so ein Feinschmecker-Kopf. Genau, ja. Ja, genau. Ey, ich sag dir auch ehrlich, ich finde das auch vollkommen legitim, weil am Ende bist du doch auch derjenige, der sagt, dass wenn er eine Partnerin hat oder Freundschaft plus whatever, der auch mit gutem Gewissen sagt, jo, das hau ich dir jetzt in den Mundwinkel rein. So, dann kann 100%. Man, warum sollte man dann selber das nicht mal antasten, um überhaupt mal zu gucken, wie das Feeling vielleicht für die Partnerin ist? Wo ist das Problem, Digga? Ganz hat auch genau. nichts mit diesen Neandertaler-Aussagen zu tun, jo, das ist homosexuell oder so. What? Diggi, du willst, dass deine Partnerin das hat. Ja, du willst, dass deine Partnerin das nascht, aber du selber willst das nicht naschen, ja. Dann solltest du auch nicht deiner Partnerin in den Mundwinkel feuern. Rede. Oh, ja, Sascha, so, Digga. Sascha, warum bist du so ruhig? Rede mal. Mehr 3 Rote! Ich kann das alles nicht mehr! Mann, Schaubex, ich such dich in Köln und ich werde dich finden! Und ich gebe dir jeden Burger King! Jeden Burger King, du kommst nie wieder rein! Ich gebe dir Verbundchen an jeden Burger King in Köln! Ein Meter vorm Ziel, ich hab's gesehen, es war für mich wie eine Zeitlupe! Das wäre dir nicht passiert, Sascha, jetzt mal an deinem eigenen Sch*** mal genascht, sage ich so. Ich sag, als Strafe muss Sascha einen Teelöffel probieren. On Steam. Oh mein Gott, das war so kräfteraubend gerade. Tabex, ich hänge bei jedem Burger King in Köln ich drück das aus mit Verbot, Hausverbot oder ein Gesicht von dir. Die machen mit mir zu viel Umsatz, das wirst du nicht durchgeboxt kriegen. Kennt dich ein Mitarbeiter mit meinem Namen da, wenn du reingehst? Nein. Und dann kriege ich das durch. Saschas Endgegner sind nicht die Items, sondern sein Fahren, wo er jedes Hindernis mitnimmt. Ey, ich kann das nicht mehr. Kumu-Weide, die haben wir heute noch gar nicht gespielt, Digga. Geil, Alter. Ja, geil. Random Maps, Alter. Geil. 5. Rennen, wir gehen rein in die Kumu-Weide mit normalen Items. Irgendwie lief bei mir mit kranken, also mit verrückten Items besser. Schaut gerne die anderen Folgen an, weil dann könnt ihr auch euch den Kommentaren sparen, dass ich mein größter Gegner bin und nicht die Jungs. Wir gehen rein, alles ist noch möglich, weil es ist Sonntag, 10 Uhr. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Start, schön in den letzten Tag eures Wochenende. Schaut euch an alle, die arbeiten müssen. Ich bin bei euch. Cool. Oh, du belegst immer so schön, Sascha. Ich muss belieben. Dein Mindset ist respektabel, ich sage es.
Wurf der 1 auch direkt. 5000 Münzen, ich habe alle Items. Hast du Schutz? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, es tut mir echt leid. Erstmal so korrekt. Ich knall ihn so gnadenlos. Tut dir gar nicht leid. Das stimmt auch. Carsten, weil wir einen Kopf an Kopf dran haben, ey. Mhm. Mit den Punkten. Okay. Oh, Carsten, Digga. Danny, ich würde dir mit Herz gönnen, wenn ein Schere Jugendwort wird. Digga, Baut, du hast Glück gehabt. Irgendjemand ist reingefahren hinten bei mir. Ich sag ehrlich, da wäre ich auch ein bisschen stolz auf meinen Freund. Ein bisschen. Worauf? Schere Jugendwort. Das wäre geil. Nee. Würde ich irgendwie feiern, aber. Das wird wahrscheinlich sowas wie Jür werden oder so, out of nowhere. Ja, das wird eher Dings werden. Kaderhund? Ja. Aber welcher Bastard hat sich eigentlich dieses Wort ausgedacht? Das ist eine gute Frage. Rapper da, oder nicht? Es kam so einfach out of nowhere gefühlt. Das ist auch echt noch nicht lang da, ne? Nein, gefühlt ein paar Wochen. Nein, ein paar Wochen. Das nervt auch so sehr, Digga. Ich find's auch so ein Quatschwort, also. Ja, das heißt ja auf Arabisch. Komm her. Ja. Und das war's. Oh, was sind das für Items, Bruder? Oh, scheiß drauf, ich hab die. Ey, hinter mir kommt wieder so eine Rakete, Digga, ich seh's doch schon. Oh, lieber wunderschön, die Bombe. Lieber schön. Ich hatte selber auch einen, ich war gerade am Platzieren, Digga. Na, wie sieht's aus? Kann ich noch holen erst? Ich glaube nicht. Nee, der Zug ist abgefahren, Bruder. Oh, Schere. Ich könnte weinen, Alter. Wie viel da bist du, Sascha? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Vierter, Bruder, vierter. Aber die anderen Cups liefen auch zu gut, sag ich dir ehrlich. Die anderen Cups liefen zu köstlich-möchtlich. Wir spannen nochmal alles an. Marius Piste 3. Hier ist das Finale. Bitte schaut euch erst die anderen Folgen an von den Jungs, die ersten drei, bevor ihr bei mir kommentiert. Erst dann kann ich den Kommentar akzeptieren und hinnehmen. Schreibt auch jetzt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, auch bei den Jungs mit den anderen Items. Beziehungsweise, wir schauen uns einfach die Kommentare an bei Marcel, bei Danny und bei Carsten. Sascha, mal jetzt noch in der eigenen Folge einfach anlacken. Sag ich, du hast aber ein bisschen Pech. So. Danke dir, Danny. Man hat nämlich schon oft gesehen, du kannst es. Du kannst es eigentlich. Du hast schon oft performt. Danke, Danny. Die eigenen Folgen sind immer verflucht. Danke, Danny. Oh, es tut mir so leid. Ich glaube nicht, dass unser Zeit sich wieder geht. War das die grüne Zabex? Oh. Was sagst du? War das die grüne? Das war ja die grüne. Hast du mich gef***t? Ich hab nach hinten gefeuert, halt, ne? Oh, ich weiß nicht mal, wie das geht. Nach hinten feuern, Stick nach hinten halten und abfeuern, mein Freund. Relativ so. Ey, Tarix, du bist immer, man merkt an deiner Aussage so geil, dass du einfach ein korrekter Kartfahrer bist. Ich weiß nicht, wie man nach hinten feuert. Das ist hier nämlich wirklich die Spezialität von manch einem, ey. Ja, vor allem die gucken halt in die Augen dann. Saschas Kater, bitte schneid die ganzen Grünen rein, die mich getroffen haben, die Runde. Es ist so verrückt, Bruder. Leg dich hin, Danny! Jetzt guck mal, so das fette Schwein, sein fettes Hitzekomponenten. Guckt's euch an. Das ist so krank. Gen Blitz. Mach einen Blitz. Wer hat meine Bombe geklaut? Blitz? Och, Digga. Ich bin auf der 6, ich fahr so die Firma an die Wand. Ich fahr so schlecht. Sabex, mein fetter Freund, Schere. Monte, bist du in meine Route gefahren? Bitte, warum? Nee. Die war auf einmal weg. Wie kann die denn weg sein, wenn die dich nicht getroffen hat? Weiß ich nicht. Ich hab die blaue gerade getroffen. Ich krieg das doch nicht. Okay, warte. Oh. Ich bin Fünfter. Ich fahr so schlecht gerade. Hilfe. Oh. Digga, Michael Breakdance. Bin voll gewichst. Oh, wer ist da? Oh, ey, bis jetzt, glaube ich, die schlimmste Runde. Wenn die mich getroffen hätte. Boah, krass. Ich bin auf der 4. Ich bin so scheiße. Hey. Werd groß! Diese grünen. Ey, Carsten, Mann, GG's, alles geil. Letztes Rennen, dritter Platz. Ist das krank? Nein, ist das krank? Ich kann nicht mehr. Ich muss atmen nach der 10 Punkte. Zabex war auch dabei mit 49, wenigstens noch vor den Bots. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, schaut bitte bei den Jungs vorbei, aber da wart ihr schon. Auf der 1 Marcel, auf der 2 Danny, auf der 3 der Carsten und auf der 5 der Zabex. Ich wünsche euch alles Gute. Das letzte Wort haben wie immer die Jungs. Netz in den Kommentaren. Ciao. Haut rein, ciao. Hat Bock gemacht. Ciao. Schreib nicht böse zu Sascha. Sascha hat dann aufgespielt, sag ich. Darf ich dir so auch noch Tschüss sagen? Ich hab doch. Ah ja, Entschuldigung. Tschüss, Leute. Mann. Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Tschüss und liken alle und kommentieren. Folgt auf Instagram. Die Aufnahme ist schon längst aus. Facebook.